Heute folgt ein weiterer Teil der Accessories-Reihe. Ein weiteres Laserox-Insert, heute zu Seven Wonders. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem weiteren Videos aus der Accessories-Reihe. In dieser Reihe stellen wir euch zusätzliches, sinnvolles Zubehör vor, wie zum Beispiel Inserts, egal ob selber gedruckt oder ob gekauft bzw. zur Verfügung gestellt. Und heute lohnt sich das Dranbleiben, denn es gibt noch ein Gewinnspiel, es gibt etwas zu gewinnen, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Laserox. Ja, heute dreht sich es aber in erster Linie auch mal hier um das Insert zu Seven Wonders. Dazu schwenken wir jetzt auf die Überkopfkamera und ich zeige euch ein bisschen das Insert. Ja, Seven Wonders macht es einem ja nicht wirklich gerade leicht. Es gibt ja die schöne alte Variante und letztes Jahr hat Repos Production eine neue überarbeitete Neuauflage rausgebracht und wer es direkt schon sieht, die sind formattechnisch nicht kompatibel. Während die alte Auflage dicker ist als die neue, also der Karton ein Ticken höher, man sieht das auch hier beim Aneinanderlegen, ist die neue einfach ein Ticken größer geworden. Das heißt, hier hat sich das Format tatsächlich geändert. Und das ist auch schon das Problem des Inserts, beziehungsweise eigentlich nicht das Problem des Inserts, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dieses Insert, was ich jetzt zeige, ist für das alte Seven Wonders und nicht für das neue. Ich werde es euch jetzt trotzdem hier im Vergleich zeigen. Ich habe mir auch extra das alte Seven Wonders ausgeliehen. Ich habe nämlich nur das neue im Regal. Und einfach euch zu zeigen, dass da entsprechend, ja, ihr solltet das alte für das alte nehmen und nicht jetzt versehentlich versuchen, das in das neue zu packen. Dann wird das Ganze schief laufen. Ja, ich packe das jetzt hier einfach mal um. Und ihr werdet auch gleich sehen, was das Problem ist. Also wir haben hier quasi schon deutlich Luft. Das heißt, das Spaltmaß stimmt hier einfach überhaupt gar nicht. So. Und wenn ich jetzt hergehe und das zum Beispiel so reinschiebe und dann diese zwei Parts sogar hier unten drunter mache, dann bekomme ich hier nämlich die Tableaus nicht rein. Das heißt, ich müsste hier quasi diese Token Trays nach oben nehmen und das hier auch rausnehmen bzw. drehen, um hier überhaupt einigermaßen mit Presspassung die Tableaus reinzubekommen. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Insert Parts ich wollte bloß euch zeigen, nutzt es nicht für das Neue. Es ist nicht dafür ausgelegt, ihr macht euch im schlimmsten Fall sogar teilweise das Material kaputt. Ja, was haben wir denn im Insert? Wir haben hier einmal diesen Kartentray, der ist quasi in 5 Teile unterteilt. Den könnt ihr auch flexibel hier entsprechend einstellen, je nachdem, wie ihr das haben wollt und ob ihr das Ganze jetzt zum Beispiel mit gesleeften oder mit ungesleeften Karten nutzt. Also ungesleeved könnte man natürlich hier die Karten deutlich enger packen. Ihr seht es hier. Und dann sind die zwar Presspassung, aber da verrutscht nichts. Also wir haben jetzt hier quasi das dritte Zeitalter, habe ich jetzt hier einfach mal exemplarisch reingenommen. Uiuiui, man sieht, das biegt sich. Und habe das hier einfach mal reingepackt, während mein drittes Zeitalter halt so aussieht. Das heißt, ihr seht jetzt hier auch der Vergleich. Es geht quasi rein, wenn ich sleeve. Also wenn ich entsprechend alles in Kartenhüllen packe, das passt trotzdem ohne Probleme rein. Diesen Teil der Erweiterung ist für die Babel-Erweiterung, die es leider nicht in der Neuauflage geben wird. Das heißt, dieser Platz wird in Zukunft frei sein. Dann haben wir hier einen sehr, sehr, sehr coolen Token-Tray, der mir wirklich extrem gut gefällt. Also der auch optisch was hermacht und hier dieses ineinander verschobene gefällt mir tatsächlich ziemlich gut, hätte ich so nicht erwartet, auch nicht, dass es so gut zusammenhält. Man kann das nämlich hier einfach so auseinanderziehen und hat dann quasi hier die Münzen einfach griffbereit, kann hier gut reinfassen. Schade, dass es nicht angeschrägt ist, das wäre noch so das i-Tüpfelchen, aber ich finde tatsächlich diese Aufbewahrung relativ gut gelungen und gefällt mir von der Art recht gut, weil es hier einfach so schön ineinander passt. So, das kann man wunderbar hier reinpacken. Und jetzt kommen wir schon zu einem, ja, ich sage jetzt mal, kleinen Problem. Also es gibt hier diesen Seven Wonders Pack. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Erweiterungspack war
oder wie das, was das ist. Aber wenn ihr den habt, dann könnt ihr hier nämlich auffüttern, weil das Insert ist darauf ausgelegt, dass ihr quasi alle Tableaus tatsächlich habt. Also hier sind wir jetzt bei 2, 4, 5. Ich weiß nicht, ob das alle sind. Hier ist 11. Ich habe hier ein paar weniger. Also ich glaube, da gab es mal Bonus-Tableaus. Das müsste das hier sein. Habt ihr die alle, dann könnt ihr das einfach so aufeinander draufpacken und könnt hier diese Trays, Entschuldigung, diesen hier, diesen breiten erstmal hier unten rein machen. Na, Vorführeffekt lässt grüßen. Könnt dann hier das oben drauf machen. Das heißt, dadurch habt ihr eine schöne Presspassung, ohne dass es wirklich drückt. Macht dann hier entsprechend diese Trays oben drauf und habt dann hier das entsprechend noch drin. Dadurch, dass es jetzt natürlich nur ein leihweise ausgeliehenes Seven Wonders ist, habe ich hier jetzt nicht meine Erweiterungen reingepackt, weil ich hätte nämlich alle drei neuen Erweiterungen, die City Leaders und Armada Erweiterung, ich hätte die also hier ohne Probleme reinpacken können, wollte hier aber kein Chaos machen zwischen alter und neuer Version. So, und jetzt kann man hier wunderbar den Scoreblock drauflegen, die Anleitung drauf und gut ist. Kleiner Nachteil ist hier, schließt es nicht ganz ab. Ist jetzt natürlich die große Frage, ob man das Ganze entsprechend umdrehen kann. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Das ist quasi der vorgegebene Aufbau, wie es seitens LaserOx vorgeschlagen wird. Ihr könntet natürlich das Ganze, den ganzen Spieß hier auch umdrehen. Das funktioniert natürlich auch. Und könnte das so machen, dann habt ihr den Vorteil, ihr habt hier entsprechend alles abgeschlossen und habt hierbei ja weniger Teilchen, die potenziell seitlich durchrutschen können. Natürlich kann das immer noch passieren, da muss man sich vielleicht was überlegen oder tatsächlich irgendwo noch einen Trennkarton sich reinmachen einfach, dass es auch den Shake-Test besteht. Auf den verzichten wir heute, einfach der Tatsache geschuldet, es ist nicht ideal. Das Insert als solches ist wieder gut verarbeitet, hat auch wieder vom Aufbau keinerlei Probleme gemacht. Die Illustration dazu war ja verständlich. Und jetzt ging es eigentlich wirklich nur noch ums komplette Einpacken, was wir ja tatsächlich jetzt leider nicht zeigen können. Mir gefällt tatsächlich, dass es mit gesleeften Karten quasi so perfekt passt, dass man wirklich gut reingreifen kann, die Karten auch gut rausnehmen kann und wieder im Normalfall, wenn ich mich nicht doof anstelle, auch wieder gut zurückbekommen. Platz ist aber nicht so, dass es Presspassung ist. Mir gefällt das Insert tatsächlich recht gut. Ja, und jetzt natürlich das große Problem. Ich hätte super gerne dieses Insert für die neue Edition. Und jetzt wäre es natürlich auch interessant von euch zu wissen. Wäre das interessant für euch? Wäre das ein Insert, was ihr euch zulegen würdet? Habt ihr die neue Edition? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wurde quasi von LaserOx angesprochen, weil ich nachgefragt habe. Und man hat mir gesagt, hey, wenn ihr Zuschauer habt, die das unbedingt haben wollen, die sollen es ruhig in die Kommentare schreiben, dann sind wir da ein bisschen vielleicht schneller und können das entsprechend flotter umsetzen. Wie gesagt, auf jeden Fall wieder ein Insert, was stimmig ist. Was ich aber euch noch sagen muss, ist, es steht hier, und das werde ich jetzt in der Frontkamera zeigen, minimal über. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, man kann hier innen rein noch wunderbar entsprechend Spielpläne legen. Ich glaube, es kommt auch durch die Armada-Erweiterung. Die müssen nämlich hier noch rein. Aber dadurch, dass ich die Armada-Erweiterung nicht für die alte Version verfügbar habe, könnte ich es nur mit neuen Boards testen und da weiß ich nicht, ob das tatsächlich passt. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle. Also entweder hier oder hier rüber würden dann noch die Armada-Boards gelegt werden. Das heißt, es steht minimal über und dann wird es vermutlich auch den Shake-Test bestehen. Das heißt, an dieser Stelle kann ich das Insert eigentlich erst dann wärmstens empfehlen, wenn ihr quasi auch alles habt. Ja, also hier, ihr seht es, minimaler Überstand von, wir reden hier von 3 bis 5 mm. Ich denke, das ist verkraftbar für ein ansonsten schönes Insert. Jetzt hängt es natürlich die Schachtel ein bisschen schräg. Das heißt, ihr solltet wirklich alles haben, um auch hier alles reinzupacken. So, und ich habe euch versprochen, es gibt was zu gewinnen in diesem Video und natürlich halte ich mein Versprechen. LaserOx hat uns freundlicherweise etwas zur Verlosung bereitgestellt und das ist ein 10x10 Game Meter. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, 10 Spiele einzutragen, die ihr im Laufe des Jahres 10-mal spielen möchtet, habt hier 10 dieser wunderbaren Holzmiebel, die hier entsprechend reinpassen und weitergesetzt werden können von Partie zu Partie
zur Partie. Ja, und was müsst ihr tun, um dieses schicke Game Meter zu gewinnen? Ihr schreibt Hashtag Gewinnspiel in die Kommentare und beantwortet dann folgende 4 Fragen, hoffentlich richtig. Geht auf den Kanal von LaserRox, den habe ich euch unten in die Videoinfo gepackt. Und da sucht ihr ein Video, was es leichter macht, LaserRox Inserts zusammenzubasteln. Also für das Zusammenbauen der LaserRox Inserts gibt es da ein Tipps-Video. Das möchte ich an dieser Stelle nicht verlinken. Lasst auch gerne entsprechend ein Abonnement bei LaserRox da. Die freuen sich auch drüber, wenn entsprechend viele ihre Videos schauen und ihnen folgen. Und dann beantwortet ihr folgende Fragen. Frage 1. Welches Insert wird in diesem Video aufgebaut? Frage 2. Welche Banderole trägt der Hammer? Also welche Farbe hat die Banderole des Hammers? Frage 3. Welche Seite des Hammers wird genutzt, um das Insert zusammenzuklopfen? Und die letzte Frage. Was macht Benny, also was mache ich falsch bei meinen Inserts? Und dazu müsst ihr auch die letzten Videos gesehen haben. Und dann könnt ihr diese Frage in Kombination mit dem LaserRox YouTube-Video entsprechend richtig beantworten und habt die Chance, dieses Game Meter zu gewinnen. Wie gesagt, Hashtag Gewinnspiel, dann bei LaserRox vorbeischauen, gerne da ein Abo dalassen und bei uns die 4 Fragen beantworten. Die schreibe ich natürlich auch nochmal in die Videoinfo. Ja, und dann losen wir in einem Special dann entsprechend dieses Game Meter aus. Und ja, ich werde dann den glücklichen Gewinner verkünden und das Ganze vermutlich am 9. Mai, das heißt bis zum 8. Mai habt ihr Zeit, entsprechend teilzunehmen. Ja, dann schreibt doch jetzt mal gerne in die Kommentare, würde euch das Insert für das neue Seven Wonders interessieren und unterstützt mich damit, weil ich hätte gerne ein bisschen mehr Platz im Regal und würde gerne die Erweiterung ins Grundspiel reinpacken. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part. Das wird voraussichtlich dann mein selbstgedrucktes Gloomhaven Pranken des Löwen Insert. Und bis dahin jetzt sage ich danke fürs Zuschauen, viel Glück beim Gewinnspiel, viel Spaß weiterhin beim Spielen, macht's gut und bis bald.